Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Nachdem wir hier jetzt eine wahre Kletter-Odyssee hinter uns haben, werden wir mal schauen, was passiert, wenn wir da runterrutschen. Ich weiß es noch nicht. Okay. Alles klar. Passt. Oh ja, hier die Batterie vom Schock ist gleich leer vom Controller. Sollte das jetzt wirklich während dem Spiel leer gehen, dann endet die Folge vorzeitig. Seht ihr ja gleich. Los, gehen wir runter. Okay. Hier müssen wir, lass mal schauen, hier können wir uns mit dem Seil gleich einhängen. Genau, okay. Und drüben sind wir. Saugut. Also, wieder mal sensationell gemacht. Wo ist der Bruder? Kommt der noch? Er ist eingefroren. Er ist eingefroren in den Tropen. Heilige Scheiße! Und dann geht's da weiter. Zack. Okay. Hier können wir uns dann ausklinken. Wow, schaut cool aus, oder? Wirklich klasse. Das schaut genial hier aus. Also, ja, mehr als genial. So, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wo gehen wir rein? Mensch, das ist ja der Hammer. Gut. Hier wäre dieser Eingang gewesen, oder? Der verschüttet ist. Kann das sein? Ja. Das ist der Eingang von der Folge davor. Naja, dann gehen wir da einfach mal rein und gucken, was uns hier Schönes erwartet, was wir finden. Was ist das alles? Ich schätze mal, einen ein oder anderen Schatz finden wir auch noch. Oh, sehr cool. Sam, hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Baupläne, aha. Schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Sehr schön. Die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen, schwer zu sagen. Was haben wir da? Oh, cool. Den haben wir auch schon gesehen, den Piraten, auf einem von den Bildern. Ich glaube, 2 Folgen vorher, vielleicht auch 3. Zurücklegen. Nimmt er nochmal. Ja, aber er nimmt den nicht mit, gell? Er schaut richtig cool aus. Gut, der bleibt mal da stehen. Vielleicht brauchen wir den später noch. Was ist hier noch so Schönes zu entdecken? Keine Ahnung. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Ist da noch was für uns von Bedeutung? Nee, gerade nicht. Doch, hier. Sam, schau mal hier. Avery und Tu halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Bisschen schau, Geschichte. Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Das haben wir doch schon angeschaut, oder? Pausen. Nee. Braunpausen. Gut. Schauen wir, was hier noch Schönes ist. Da geht's raus. Was haben wir da? Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte. Weit über dem Verfallsdatum. Also es schaut wirklich super klasse aus. Aber was brauchen wir von hier? Irgendwo muss hier ein Hinweis liegen, was für uns wichtig ist. Sei es wieder ein Pfeil oder irgendwie ein Dokument oder sonst irgendwas.
Können ja nochmal da ins Wasser hüpfen. Mal schauen. Vielleicht ist ja irgendwas am Grund. Was liegt hier? Ja, nichts Großartiges. Ja, gut, da ist nichts weiter, was wir, glaube ich, verpassen würden. Jetzt muss ich mal schauen, zur Orientierung, wo wir schon waren. Da ist der Haupteingang. Okay, wir sind da rein, da raus. Dann geht es da weiter. Das war da, glaube ich, dieser Vorratsraum, oder? Nee, das ist ein anderer. Schauen wir mal, was hier ist. Denk mal, dass auch bald wieder ein Hinweis kommt, wenn ich mich weiter doof anstelle. Ah, hier ist schon was. Sehr cool. Piratenzeichen. Können wir ja schon, aber wenn wir draufsteigen, was passiert. Wie? So geil, es war einfach zu vorhersehen. Oh nein, 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 nein. So oder so, wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Na, das Ding schaut richtig schwer aus. Okay, drück, 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 zieh hoch, hoch, hoch. Jawoll, okay, wir sind drin. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Und dann gucken wir mal. Scheiße. Ein goldenes Steuerrad. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Okay. Wow. Guck mal hier an. Was ist das? Piraten-Hubble-Teleskop und hier schaut irgendwie sehr astrologisch aus. Irgendwelche Sternkarten wahrscheinlich. Schauen wir mal, was hier erzählt wird. Mal sehen, was passiert. Ich darf wieder drehen. Wie weit? Wie lang? Wohin? Hey, die Technik ist echt beeindruckend. Okay. Aber was passiert? Ich sehe das gerade gar nicht, wo hier der Witz daran ist. Also es dreht sich hier. Okay. Ah, hier kann ich auch noch was machen. Ah, hier, jetzt kann ich die ganzen Planeten verändern, aber... Komm, beweg dich mal weiter, Alter. Also da passiert nichts mehr, wenn ich an dem Kleinen drehe. Bei dem großen hier. Die Symbole auf den Kugeln passen nicht zu denen. Aha, alles klar. Ich brauche das Symbol, was da auch hinpasst. Boah, mein Controller, der wird es nicht mehr lang mitmachen. Der vibriert und zittert schon die ganze Zeit. Achtung. Ja. Ist da was passiert? Nee, das ist auch nicht richtig. Das bedeutet, wir müssen... ich bin leicht verwirrt, Leute. Ich weiß nicht. Ah, okay. Wir nehmen mal wieder das andere. Okay, das checke ich gerade gar nicht. Was die Dreherei soll. Spielt auch keine Rolle, in welche Richtung ich das drehe. Moment, ich mache kurz einen Break. Ich muss mal schnell hier doch noch ein bisschen das laden. Jetzt lädt der Controller hoffentlich. Okay, also ich kann das drehen. Ich brauche das Logo. Das muss ich erstmal hier irgendwo finden. Auf irgendeiner Sternkarte oder was es auch sein soll. Ist das das? Wo ist es? Ne, es schaut aus wie ein M. Ich sehe das hier gar nicht. Hm.
Das ist hier so, das ist so. Wie muss ich das machen? Okay, der bewegt das. Drehen. Die Symbole drehen, bis das Licht richtig auf sie scheint. Okay, das habe ich schon gecheckt, aber wie? Die Symbole. Ja, das hilft. Dreht er sich was? Ich sehe das bei dem kleinen. Ah, hier dreht sich was. Okay. Jetzt müssen wir schauen, ob wir dieses M hinbekommen. Da ist es ja. Und dann, kommt das jetzt? Wo war das? Da. Das schaut doch so aus, oder? Ach fuck, und es muss nochmal passieren hier auch, oder? Ich bin durcheinander, Leute. Das ist doch schon richtig, oder? Und was ist da für ein Symbol? Ich weiß jetzt nicht, welches Symbol ich hier hin tun soll. Nee. Da passiert nichts. Wo war denn das? Also wie ich drehe. Okay, alles klar. Die Symbole drehen sich halt nur, wenn ich auf einem von diesen Zahnrädern bin. Das habe ich verstanden. Wo jetzt mein Problem liegt, ist, welches Symbol muss denn hier sein? Ich denke mal, ich finde das jetzt so schnell hier nicht raus. Ich werde das mal ein bisschen vielleicht probieren. Und wenn ich das gecheckt habe, dann einfach nächste Folge einschalten. Kommt wahrscheinlich heute oder morgen um 20 Uhr. Ne, morgen um 20 oder 21 Uhr. Und ich mache mir da jetzt gerade nochmal Gedanken, bevor ich euch da zu Tode langweile. Weil das will ich jetzt schon noch wissen, wie das geht. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis